Erfolg in L.A. Studierende der TU München haben erneut die SpaceX Hyperloop Pods Competition bei Los Angeles gewonnen. Dabei geht es um die Entwicklung einer schnelleren und günstigeren Alternative zu bekannten Transportmitteln. Kapseln oder auch Pods genannt sollen durch eine nahezu luftleere Röhre schießen. Der Geschwindigkeitswettbewerb für Prototypen wird vom SpaceX-Gründer Elon Musk ausgeschrieben. Das Modell der TUM hat 463 km/h erreicht. Das ist die Strecke München-Hamburg in 1¼ Stunden. Es ist der 4. Sieg in Folge für das Team aus München.